Herkulessaal der Münchner Residenz. Gleich beginnt Chefdirigent Maris Jansons mit den Proben zu Ludwig van Beethovens dritter Symphonie, der Eroica. Wichtig ist, wenn Sie kommen zum Orchester, Sie müssen ganz genau wissen, was wollen Sie. Was ist Ihre Interpretation, wie wollen Sie das Orchester spielen, wie das Orchester klingt. Manchmal gibt es, dass Sie kommen und Sie haben noch nicht alle Fragen geantwortet. Und deswegen muss man nicht denken, dass du kommst, du alles weißt und jetzt du bist etwas Besonderes. Aber du musst in diesem Moment wissen, wie du willst, dass diese Aufführung sein soll. Auf der Bühne das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dessen Chef Jansons seit 2003 ist. 3 Tage lang werden Dirigent und Orchester zusammenarbeiten. 3 Tage, in denen Jansons seine Klangvorstellungen von der Eroica umsetzen will. Besonders, ich freue mich, dass wir machen dritte Beethoven. Beliebtesten für mich, aber interessant auch für Beethoven, ich habe gesagt, das ist meine beliebteste Symphonie. Man kann nicht nur sagen, dass das irgendwie so ein ganz wichtiges Stück ist. Ich glaube, das ist das wichtigste symphonische Werk für ihn. Es bedeutet ihm so viel, dass er sagt, für ihn ist das das Höchste an symphonischer Musik, was er dirigieren kann. Und dementsprechend viel Herzblut legt er auch rein. Ich glaube, es ist nicht notwendig, alles durchspielen. Und ich habe auch nicht so viel Zeit. Deswegen gehe ich sofort zur Sache. Er arbeitet ja sehr vielschichtig. Also einerseits, wir vom Orchester, wir haben unterbewusst ein Gefühl dafür schon entwickelt, was er gerne von uns hätte. Andererseits erklärt er auch irrsinnig viel über verschiedene Gefühlszustände, einfach um, wie soll man sagen, es reichen halt nicht 3, 4 Erfahrungen, die er dann mitteilt. Er teilt uns hunderte von Erfahrungen mit, damit wir dann vielleicht 60-70% davon auch spüren, was er will, weil die gleichen Erfahrungen kann keiner machen. Und so umschreibt er halt die ganzen Situationen, bis wir auf einen Nenner kommen, wo jeder dann weiß, um was es in dieser Situation jetzt einfach geht. Celli, unser Thema, das nicht zu viel, dass wir nicht so eine singende ein bisschen so auch heroisch, Dreiklang. Nicht, dass wir jede Note müssen nicht ganz akzeptieren, aber nicht zu viel singend, kantabel spielen. Kann ich Sie einmal haben, die Celli? Moment, ich höre. La, ri, ri, ra. 1, 2. Es ist nicht ganz rhythmisch. Nochmals. Ja, das ist wunderbar. Ja. Weiter, meine Damen und Herren. Bitte, alles forzando. Nicht, gibt es Stellen, wo wir machen das ein bisschen kantabel. Nicht am Anfang. Alles forzando sind ganz scharf. Mit Botim, Onositi, Pam, nicht to, nicht auf Brahmsweise, aber bitte ganz, ganz, ganz kurz und scharf. Jetzt, ich möchte Sie bitten, eine Stelle, erste Geige, Takt 26, letzte Viertel. Ist Forzando kurz oder lang, was ist geschrieben? Es ist nicht Forzando, danke schön. Aha, dann schreiben Sie ein. Ja, Forzando, dritter Schlag. Ti, jam, pa, ti, ram, pa. Sagen wir so, eine normale, lange Viertelnote. Ti, jam, pa, mit Forzando. Ti, jam, pa, ti, ram. Nicht gebunden wie das erste Mal. Das habe ich voriges Mal gemacht. Ich möchte ein bisschen jetzt ändern. So mehr authentisch vielleicht machen. Das hat sich wahnsinnig verändert. Jeder Satz von den 4 Sätzen ist also bedeutend schneller als vor 3 Jahren. Das ist jetzt keine Wertung, ob schneller besser ist als langsamer. Aber ich wollte damit nur sagen, dass es halt immer anders ist mit Maris Jansons. Es ist immer sehr spannend und er weiß ganz genau, was er möchte, kann das also genau artikulieren und erklären. Er war ja selber Streicher, ganz früher, und das merkt man auch. Und das ist also wirklich immer ein großer Gewinn, jeder Probentag. Wir spielen immer eine Strecke durch, dann hört er auf und fängt an, jedes kleine Detail noch zu richten, zu formen. Und bis das dann vorbei ist, spielen wir es nochmal durch und dann hat man eine andere Welt.
Ich möchte ein bisschen mehr zweite Trompete. Diese Trompeten, sehr wichtig. Eins, zwei, drei. Ja, ja, ich glaube so nach einem Satz ein bisschen zurück. Und dann ta, 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 e. Mehr mit der Note. Imitieren Sie. La, po, 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 pi. Ta, 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 pa, pa, pa. Ja, eins, zwei, drei. Ti, 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 ti. Ja, jetzt noch eine Stelle Streicher. Das ist 1,99. 1. Und noch leiserlich, ganz pianissimo. 1. Noch erste Geige leiser, 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 leiser. Und. Ja, okay. Entschuldigen. Vielleicht, das ist, ich weiß, ich kann nicht sagen, mein Fehler, aber es ist für mich, wissen Sie, nicht genug raffiniert. Ich möchte mehr Kontraste, diese Beethoven, zwei Vorteile vor dem Piano, so, das Innere alles spricht, wissen Sie, unglaublicher Geist. Das ist doch eine unglaubliche Musik. Eins. Ach, wunderbar! Ai. Ja, oh Gott, herzlichen Dank. Mein Gott, was soll ich noch sagen? Wunderbar, wunderbar. Buchstabe S, bitte. Und. Weg. Entschuldigen. Sie kommen zum Piano, dritte Takt, dann steht die Crescendo. Ich erwarte. Warte und es kommt nicht. Ja, bitte, S. Eins, zwei, drei. Tief. Bedauerlich. Ludwig van Beethoven war zunächst ein großer Anhänger der Französischen Revolution und wollte deshalb seine dritte Symphonie, die heroische Napoleon, widmen. Ihn verehrte Beethoven wegen seiner Freiheitsideale. Doch als sich Napoleon selbst zum Kaiser krönte, verzichtete der schwer enttäuschte Komponist auf diese Widmung. Weg, erlöschen, erlöschen! Schärfer ein bisschen, stärker, Schwarzhand. So. Schärfer. Mit der Eroica schuf Beethoven eine Musik, die keineswegs nur heroisch und ernst ist, sondern viele andere, originelle und oft unkonventionelle Aspekte hat. Beethoven, seine Musik geht über unsere Welt. Wissen Sie, das ist Dimensionen sind höher als unsere Planet. Eine sehr wichtige Sache. Bitte. Musik, denken Sie nicht zwei. Ich weiß nicht, ich habe gesagt, Schritt ist nicht tam, pa, 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 ja, da, 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 egal, schneller oder langsam, er wird nicht, ah, da ist, lam, pa, pa,
Tri-ra-di-ra-di-ram. Das ist ein Strich. Wir phrasieren ihn zwei. Ja, aber jetzt können Sie so ein auch, ich verstehe leere Seite, okay. Aber so wie so eine voll mit Leid Atmosphäre und Spiel, dass wir spielen, das bekommen. Vorstellen Sie bitte diese Situation, bitte. Denken Sie, wie klingt das, mein Instrument klingt, wie? Er legt einfach sehr großen Wert darauf, dass der gesamte Orchesterklang in seiner ganzen Dimension von den ersten Geigen bis zu den Kontrabässen wirklich ausgelotet wird. Und es gibt natürlich da manche Stellen durch diesen Trauermarschbeginn, den er wirklich besonders dunkel haben will, besonders schwarz haben will. Und auch manche andere Stellen, die er so dunkel eingefärbt haben will, dass wir manche Oktavierungen spielen, die nicht direkt in den Noten stehen, aber von ihm so initiiert sind. Ja, wäre gut, wenn alle Instrumente könnten spielen in diese Klang und Atmosphäre vom ersten Geige. Diese Prozession fängt irgendwo. Oder Sie sind am Anfang absolut wie in unter Hypnose. Absolut nicht. Und dann, wenn Oboe kommt, dann kommt es. Bitte, nicht lauter als erste Geige. Danke. So weiter. Nicht so viel und sofort zurück. Weg. Eins und zwei. Buchstabe A, es ist nicht ganz versteht, gefällt mir die erste Geige. Finden Sie, dass dieser Strick ist gut? Klingt es nicht danach. Ne? Ja, wissen Sie, kann man auch spielen. Kann man auch so. Wollen Sie das probieren? Ja. Auf ganz erste Takt auf ganze. Nein, ist gut, der Ganze, das ist sehr gut. Jetzt spielen Sie so, wie es geschrieben ist. So wie es geschrieben, vom vorherigen Stift. Klingt besser, man muss ganz ehrlich sagen, so, ja. Ja, das ist la-ta-ta-ta-ta, ja, okay, cool. So, bleiben so, ja? Ein Konzertmeister ist auch gleichzeitig ein Übersetzer. Es ist auch eine Kommunikationsfigur. Natürlich, es gibt einige Details, die wir dann im Vorfeld mit Dirigenten besprechen. Oder wenn ich zum Beispiel eine andere Meinung bin und ich höre auch was die Gruppe
vielleicht auch eine Meinung gebildet hat über einen oder anderen Bogenstrich. Ja, dann gehe ich ja zu Herrn Janssens und versuche ihn mal zu überreden, so quasi seine Meinung zu ändern und ihm zu beweisen, also versuchen, irgendwelche Beweise zu finden, weil es vielleicht auch anders besser sein kann. Zweiter Probentag. Konzertmeister Anton Badachowski ist auf dem Weg ins Zimmer des Chefdirigenten. Der gebürtige Russe will mit Jansons, der als Jugendlicher nach St. Petersburg gezogen ist, noch einmal über Striche sprechen. Und das geht am besten auf Russisch. Beide sind akribisch arbeitende Künstler. Aber bei solchen Begegnungen erzählen sich die beiden Männer auch gelegentlich den ein oder anderen Witz. Bis zum Beginn der Probe sind schließlich noch ein paar Minuten Zeit. Guten Morgen. Wir fortsetzen jetzt mit dritter Satz. Ich möchte ein bisschen, dass Sie die ganze Zeit so denken. Das ist ein bisschen so, wissen Sie ja, schattenhaft, halbdunkel. Sehr, sehr kurz, wieder, ich möchte wiederholen, mit kleineren Bogen, nicht zu breit, so, spiccato. Und jetzt möchte, könnten Sie mir einmal jetzt erste Geige spielen, nur ein paar Takte, dass wir kriegen, nur für Klang, nur für Klang. Ja, nochmal, ja. Und so, so kleine. Ja, sehen Sie, stopp. Schönen Anfang, plötzlich, wir ändern die Seite und kommt lauter und länger, die. Ja, papp. Nicht lauter diese, richtig lauter, wenn es die, können Sie versuchen, bitte. Bleiben Sie in diese Popopopo, in diesem Registerklang, in diesem Registerklang. Danke, Brace. Nein, ein bisschen zu laut. Zu viel zu Bracenklang, nicht zu viel. Ja, hier etwas geht sofort. Danke, danke, nicht mehr Celli. Ja, ein bisschen später zu. Um 7., 8. Takt fängt an zu laut. Ja, Celli, ja. Eine Competition, ja. Kontrabassi. Ich verstehe, großes Instrument, auch Klang sehr viel, ja. Aber versuchen wir speziell zeigen, wir sind nicht so groß. Anfang war fantastisch, aber dann später nach natürlich. Sie waren vielleicht selbst schockiert, dass Sie so Piano gespielt haben, nicht? Sie konnten nicht vorstellen, dass Sie sowas können, ja? Nun noch bitte, ja? Ja. Okay, so könnten wir jetzt bitte, meine Damen und Herren, jeder individuell jetzt erinnert diesen Klang und erinnert Art und Weise, wie ich das gespielt habe jetzt. Und können Sie wie das alle, wenn Sie zusammen machen? Natürlich sehr schwierig. Warum ist das schwierig? Das braucht unglaubliche Konzentration. Wenn ich es lasse, es ist locker, dann ich fange ab, ach, ein bisschen mehr, weniger, spielt doch keine Rolle, nicht wahr? So, aber es spielt Rolle. Das so lange halten, diese Pianissimo, es ist wirklich, das braucht man enorme Energie, innerliche, das, bitte. Ja, danke,
Das ist ein bisschen, ich habe zu langsam genommen, entschuldige. Das ist immer, wenn Sie arbeiten, dann es kommt langsam, langsam, muss der Anfangstempo kommen. Bitte nicht lauter werden, bitte nicht vergessen den Klang, was wir gemacht haben. So viel Mühe gegeben, ja, das zu bekommen. Nicht lauter werden! Dankeschön, danke. So, nicht lauter werden, danke. Gerade diese Probephasen für diesen Konzert sind so intensiv von der Decke. Immer wieder auch neue Sachen, gerade in der Interpretation von Marius Janssens. Und das ist so erfreulich, um zu sehen, dass der Maestro ständig auf dem Weg ist, ständig auf der Suche ist. Und ich glaube, das ist das unser quasi also wichtigster Motor, unseres Leben, immer, immer, immer in Bewegung. Also ich würde sagen, dass ihn unterscheidet von anderen Dirigenten, dass er wirklich ganz klare Vorstellungen hat und sehr gut in jeder Sprache, ob in Englisch oder in Deutsch, wirklich erklären kann, was er möchte. Er kann genau vorsingen, wie eine Phrase artikuliert wird oder wie man begleitet, wie kurz oder lang oder in welcher musikalischen Weise. Also er kann das wirklich ganz genau alles darstellen. Und das ist das Tolle, dass man das dann auch relativ schnell umsetzen kann und genau weiß, wie er artikulieren möchte. Jetzt bitte Bläser. Hörner, zuerst zwei Sachen. Wenn Sie spielen, papam, sehr gut. Jetzt spielen Sie Piano. Papam, popo, popo, pipi, popo, pili, popam. Tatiri, da kommt der Tatiri, titi, papam, papam. Sie brauchen diese Note ein bisschen länger, nicht wahr? Muss nicht. Muss nicht? Okay. Ich wollte Ihnen helfen. Sagen Sie mir. Nicht? Das ist gut, weil ich wollte fragen, dass die Kollegen ein bisschen Sie unterstützen, wenn Sie das brauchen nicht. Tatim, papam, ja? Gut, noch besser. Gut, können Sie mir spielen? Ja, entschuldige, es klingt papam, tatam, papam, bitte nicht, papam. Ja, Moment, Moment, können Sie vielleicht ein bisschen leichter Auftaktnote nehmen? Dann kommt auch Sforzando besser. Papa, ta-ta. Ja, ja. Ja, gut, gut. Jetzt war gut auf den Anfang, sehr schön. Wieder, papam, titim, so wie das erste Mal. Sehr gut. Eine kleine Bitte, zweites Horn. Da, tick, tick, dam. Können Sie ein bisschen mehr Artikulation machen? Dam, tide, dim, pam, ja? Noch einmal. Darf ich Sie bitten, diese zweite Mal, was ist Takt 202, 3, 24? Ich dirigiere Ihnen noch einen Takt vorher. Pum. Noch was? Ah, ja, diese Note streichen Sie weg. Zweiter Schlag, nicht spielen. Nur dritter Schlag, ja. Nein, nein. Weg. Ah? Ja, ich sage gar nicht, weiß. Sie sind der Boss. Ich habe viel, viel, viel gelesen und geschaut, glauben Sie mir. Soll ich dann ein notiertes E oder ein notiertes C? C. Ja, Takt, ja, nicht C, sondern Anfang, ja. Hier sind viele, wenn Sie sind interessiert, wir können darüber sprechen. Aber was ich nur sage, was ist die Kenntnisse, die ich kenne? Weil ich das immer solche, beim Beethoven die tausende Fragen. Erstens, sein Handschrift furchtbar, ist im Musikverein, das sieht man nicht.
Und zweitens, er hat nie Reprisen oder Wiederholungen selbst geschrieben. Das war wie immer auswendig von dem Verleger. Und ihm kamen viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, das ist nicht richtig hier. Papapam. Bei Marius Janssons ist es sehr klar, was für Ziel er hat in der Musik. Und das ist auch das Erste, was er meistens uns wissen lässt, wie er es haben will. Und die ganzen Details, die ganze Probearbeit ist darauf abgezielt. Aber das wissen wir auch. Das heißt, die große Linie geht meines Erachtens nie verloren dadurch. Sie wird nur bestärkt. Er ist mit sich im Reinen. Er macht es, weil es ihm Spaß macht. Er macht es, weil es ihn berührt. Und das schlägt dann auf uns über. Das ist sein Geheimnis, ja. Ja, gut, und wenn könnten wir noch ein bisschen mehr Cantabile dazu legen? Ein bisschen? Sempre legato. Ja, und jetzt noch eine Bitte. Wir haben gestern gesprochen mit Penderecki. Das war interessant. Nein, wir haben gesagt, schauen Sie, ein erstklassiges Orchester kann man noch bitten, mehr und noch, weil sie können das machen. Und bei einem gutklassigen Orchester, da gibt es Grenzen. Warum ich das sage? Könnten wir noch mehr Piano haben? Bitte? Auftakt. Nein. Ta-ri-ri-dim. Ja, nur ein bisschen lang, ja. Ja, weil sie dieselbe Note haben, ja. Marius Janssons ist eigentlich die Musikalität und der Ausdruck der Musik natürlich in erster Stelle. Er ist auch sehr streng, was also technisch Orchesterspiel auch verlangt, aber eigentlich dieser Aspekt, also Ausdruck, Atmosphäre, Musikalität ist sehr, sehr wichtig. Er weiß genau, was er will. Er hat sehr hart mit sich selbst gearbeitet, arbeitet sehr gewissenhaft mit uns, ist höchst kritisch mit sich selbst, höchst tolerant mit uns und dadurch ergibt sich dieses Gefüge zwischen uns mit dem höchsten Respekt. Einfach von alleine. Meine Damen und Herren, Sie müssen auch verstehen, dass Sie auch mich inspirieren. Nicht wahr? Ich hoffe, dass ich inspiriere Sie. Das ist meine Aufgabe. Aber Sie inspirieren mich auch. Und dann kann manchmal sein, dass ich auch gehe über die Grenze, nicht? Ja? So wissen Sie, wenn Sie mit das machen, ja? Jetzt gießen Sie dieses Wasser, ja? Entschuldigen. So, ja? Jetzt Sie müssen das bis zum hier, ja, und jetzt geht es ein bisschen mehr und dann das läuft über, ja. Also muss ganz genau ab hier. Das ist schwierig zu kalkulieren, ja. Okay, jetzt mache ich ein bisschen. Entschuldigung. So, 36 bitte. Es gibt manchmal Dirigenten, die mehr so Kommunikation, sagen wir, oder Dialoge mit dem Orchester mögen. Mit ihm natürlich, man kann auch irgendwie Fragen stellen und kommunizieren, aber er weiß genau, was er will und ich finde auch wunderbar. So. Jetzt kommen wir zu einem wichtigsten Moment. Hier, ich möchte bitten, dass die Streicher F spielen
nicht nur unter der Hälfte des Bogens, aber ich würde sagen, fast so ganzen. Anfang von hier, ja, tita, 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 wenn ich so nicht, tita, 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 tita. Nicht so, la, pap, ja, papi, manche Orchester spielen das, ich liebe sie nicht nur so, eine, so an der Seite, aber ja, pam, pam, pim, pam, pim, 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 wirklich von hin und her. Das ist so, wissen Sie, eine malerische Sache. Der Maler hat am 3. Sinfonie gesagt, ich umarme ganze Welt. Ich will umarmen. Beethoven hat das schon gemacht. Viel früher. Mit dieser Sinfonie. Das ist ein unglaublicher, wissen Sie, das ist Himmel zur Freiheit. Also, da gibt es nichts Schöneres. Und deswegen, la, pa, 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 ganzen Bogen. Absolut, ja. Und jetzt kommen wir zu ein bisschen, ich möchte mehr spielerisch. 404, und spielen Sie mir das jetzt. Pampi, Pampi. Diese Stelle. 404. 3, 4. Ja, entschuldigen, entschuldigen. Schauen Sie, meine Damen und Herren, schon. Sie spielen, sagen wir, theoretisch absolut richtig. Und es klingt so, lim, Pampi, Pampi, Tati. Aber ich finde, das ist Pappi, Pappi. Diese Sechzehntel ist viel leichter, nicht? Lim, Pappi, Pappi, Tati. Das ist nicht mehr ein Metronom. Das ist Musik. Ja, Pappi, Pappi. Ich möchte ein bisschen tanzen. Also eine Freude. Aber nein, ich kann nicht. Bururi, bururi, bururi. Plötzlich kommt. Und dort hier die erste Geige, bitte. Vierte Note. Getrennt, aber lang spielen, schon vom Piano. Pim, po, lang. Auf lange halbe Noten machen Crescendo. Resultat vom Crescendo sind Viertelnoten. Und Leute, lange Viertelnoten. Ich möchte jetzt diese Polka Andante machen, ja? Die Fermata wird sehr lang, meine Damen und Herren, sehr lang. Und auch vorher auch sehr lang. Eine Pause, die vier. Ne, warum ist Lim, Pim, Papa immer zum nächsten Takt mehr? Schön, schön. Für mich war das Forzando ein bisschen zu spitzig. In, ein bisschen. Oh. Ja, nochmals. Anfang war sehr schön. Danke, wunderbar. Wir spielen ganz Pianissimo und Klarinette. Träumen Sie nicht. Da, da. In Klarinetten Pianissimo Klang. Ich träume, ach, so schön ist es. Absolut, ja, in Himmel. Vom Streicher 357 mit Auftakt. Mit Auftakt. Und gut, dann kommt er, was ich danke. Jetzt. Linke Hand. Auch hören Sie, obwohl es. Ich finde, es kann nicht anders sein, weil die Musik selbst hat drin so eine Energie und so eine Kraft, dass man kann nur so reagieren, wie die Musik ist. Es ist so gut geschrieben, es hat sehr viel von seiner Seele. Und ja, es ist so eine tolle Musik einfach. Dritter Probentag.
Alle vier Sätze der Eroica sind erarbeitet. Jetzt geht es nur noch um wenige Details. Viele Musiker des Symphonieorchesters schätzen an Maris Jansons sein genaues Arbeiten an der Klanggestaltung und seine klare, kollegiale und freundliche Haltung dem Orchester gegenüber. So, meine Damen und Herren, guten Morgen. Jetzt, ich möchte Aufmerksamkeit, dass wir gibt Stellen, wo sie ein bisschen Tendenz verlieren Tempo. Eine von denen ist Buchstabe I. Ich mache hier ein bisschen gut. Ta, pa, ta, pa, ein bisschen langsam. Ta. Und jetzt. Pam, 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 pam. Und ich spiele. Bo, 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 bo. Dramatisch. Vernichtung. Pam, 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 pam. Nimm eine Bitte. Kein Despot, aber wohl manchmal wünsche ich mir, dass er es wäre, weil vielleicht in wenigen Sekunden würde es uns sicherlich helfen, aber er ist grundsätzlich gegen solche Methoden. Er ist nicht autoritär, aber er hat eine unglaubliche Konzentration während der Arbeit und dadurch, dass er uns diese Konzentration zeigt und so wahnsinnig genau ist und so wahnsinnig schnell proben will, müssen wir mitmachen. Würde niemals oder nur in den allerseltensten Fällen ärgerlich reagieren. Ärgerlich reagiert er dann, wenn es unruhig ist, wenn er nicht seine Ruhe zu den Proben hat, aber sonst ist er sehr freundlich und so. Sie hören es ja auch, wenn er bei den Proben fragt, ich möchte Sie gerne bitten, darf ich Sie einladen, ich würde gerne das so und so haben. Das kommt nie so negativ fordern, sondern eher so als Einladung und das charakterisiert seine Persönlichkeit. Also es ist nicht nur die Person Jansons, die vorne steht, es ist diese ganze Aura. Und diese Aura umstreift dich einfach. Der kommt rein und es ist wie ein Ball, also, oder wie ein Farbgebilde, was dich einfach mit reinreißt. Also du bist sofort in seinem System drinnen. Thank you.
Probentechnik ist sehr schwierig zu lernen. Deswegen, ich habe immer gesagt, meine Studenten, eigentlich Probentechnik können sie nicht lernen, weil sie kein Orchester haben. Wenn sie haben Orchester, dann sie lernen. Dann ist es auch, wie sagt man, ein Prozess vom Studium. Aber so kommen und sagen, jetzt weiß ich es, das ist sehr schwierig. Aber ich immer habe gesagt, geh und hör die Proben vom Dirigenten. Sitz und hör, versuch, bekommen alles, was ist wichtig, analysiere und digest, wie ist auf Deutsch digest? Verdauen. Und verdaue das alles.